Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal mit mir dem Vivi Let's Play. Hallo, ja, heute ist Mittwoch, Woche Mitte auf jeden Fall. Finde ich sehr gut, weil noch 2 Tage dann ist wieder Wochenende. Ja, und ja, Spiel ist mir wieder abgekackt. Leider deswegen, ich habe eigentlich schon fast alles gefällt hier und das Spiel abgekackt. Wie immer. Weil OBS gecrashed ist. SUBS und LS. Das ist ganz super. Na, wenn mir mal das erfällen. So, weil, ja. Wir haben schon fast 4 Uhr Spielzeit jetzt. Und dann können wir schon, müssen wir kaum noch spulen. Das ist voll auf mal 15. Ja, ist sauber. So. Ja, das wollte nicht sauber werden, habe ich das Gefühl. Ja, nicht so. Ja, genau. Der ist sauber, so. Dann werden wir halt aber erst noch alles reinschneiden. Kann alles liegen. Und dann mit dem Helden zerkleinert. Das ist so cool, wenn wir so, so ein Geräusch, wenn der Baum auf den Boden aufklatscht. So ein Puff. Dieses Baumfallgeräusch halt eben. Warte mal. Sagen, wenn er geschnitten wird, wird sozusagen ein Trigger, sozusagen ein Sound ausgelöst. Ja, halt eben. Ja, so. Es wird geschnitten, ganz normal. Dann. 3. Und jetzt. Jetzt er durch ist. Jetzt wird der Sound ausgelöst. Puff. So ungefähr halt. Bei dem echten Sound halt. Und Zahnstocher. Oh. So, den hier noch und dann. Also fast. Schön schnippeln. Ach ja, genau. Ich glaube, ganz ehrlich, dass diese Woche. Ja, gestern habe ich gesagt, es könnte heute kommt. Vielleicht Dings. Anscheinend werde ich nicht aufgenommen, aber ich habe keinen Grund, habe, ist ja jetzt nicht so extrem wichtig aufzunehmen. Und zweitens, ich habe jetzt bis jetzt. Dings. 21, 26, ich werde jetzt noch 2 Folgen hiervon aufnehmen. Die hier und noch eine. Jetzt habe ich noch eine Folge und dann. Ich will wieder ins Bett, weil ich bin so müde. Wirklich, ich bin müde. Ich bin heute seit 10 Uhr draußen, 10 Uhr draußen gewesen. Arbeiten. Also arbeiten in dem Sinne von halt meinem Opa helfen ein bisschen. Ja, wenn das fertig, wir können spulen. Ja, Na, wir haben 2 Felder Dinkel gemacht. Nein. Nächste Feld muss unbedingt das hier werden, so. Aber. Weil jetzt vor. Schnappen uns, machen aus, schnappen uns mal eben den Deut. Oh, ich will den Käse nicht fahren lassen. Fährt weiter. Na egal, mach einfach mal irgendwas. Soll nur so sein, dass nachher die Primus drüber fahren kann. Dann passt das. Okay. Gut. Du machst es jetzt. Dankeschön. So. Ja, ist ja schon 4 Uhr wieder, ey. Wenn jetzt hier noch drauf haben, was geht.
mit ihm hier erstmal zum Dings fahren. Jetzt nicht genau passen, aber. Sonst fällt es eh nicht gedüngt. Jetzt habe ich wohl bis 8 Uhr vor. Vom Feld. Na egal, bleibt so fertig. Du Messler. Motor aus. So. Nein. Nein. Eigentlich suche ich nicht dich. Eigentlich müssen wir mal gucken. Das ist fast, das ist komplett gedüngt. Die 2 muss noch einmal gesät und dann gedüngt werden. Hier ist auch einmal gedüngt. Warum weiß ich nicht, aber egal. Hier ist einmal gedüngt, da ist fast zweimal gedüngt. Da müssen wir noch einmal drüber düngen. Und hier ist einmal gedüngt. Das ist dann jetzt aus. Und dann einmal eben. Ist es wieder hell? Ja, muss gedüngt werden, ich weiß. Hier sind die im Wachstum, da ist Wachstum. Alle beide im Wachstum, das ist gut. Aber eigentlich Pflanzen. Ja, gut, ist auf schnell, gut. So, dann gehen wir jetzt mal. Nein, jetzt machen wir nachher, wenn wir Zeit haben. Warum rutscht der so? Kann mir das jemand erklären? Erst einmal auftanken. Aber ich weiß, sie sind nachgewachsen. Sieht zwar so doof aus, so, aber egal. Muss ich ja noch nachtanken. So, ich jetzt als nächstes getankt. Nachgefüllt. Getankt. Ist noch voll genug getankt, aber nachgefüllt. Was ist denn hier als nächstes? Muss ja auch sein. Weißt du, was ich auch vorhab? Den hier irgendwann für 100.000 aufzupimpen, aber volle Kanne aufzupimpen. Auf seine 100, auf seine 270 PS, die er hat. Aber das bleibt hier jetzt 270 PS. Das ist schon ein bisschen was. Glück auf. Das ist mal Gummi. Wir können fliegen. Oh. Der Mais blüht richtig schön. Guck mal, wie schön das aussieht hier. Das sah meiner Mais auch im Frühjahr mal aus, den ich angesetzt habe. In meinem Beet. Mein eigenen kleinen Maisbeet. Set. Set. Ja genau, Sonnenblumen. Komm, ist da mit Dünge Kfz hier hin. Weil der Dünger brauchst du.
Ich glaube, die Dünger-Crew müssen wir auch mal auffüllen. Auslernen jetzt demnächst dann. Ja, vielleicht machen wir mehr dann Holz fertig sind. Stehen bleiben. Nein. 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 Den da. Dann fährt er 40. Was, er fährt 45? Jo. Nein, 46. 47 km/h fährt er. Ich hoffe, fast seine 50, der hier. Das schöne Case. Den mag ich. Fällt mir richtig schön. Jetzt mal ausmachen. Mach jetzt mal einen Kursvergleich. Feld 1, 2. Auf hinten. Auf vorne und dann machen wir das da. Ausklappt, was ist ausgewählt? Aktuell sagt, gut, ja, können wir beides auffüllen. Sie fahren jetzt in den Weg rein. Nein. Warum rutscht der? Wieder rutscht. Jetzt steht er. Ja, jetzt steht er endlich. Nee, K ist das. Rutscht immer wieder hoch, habe ich das Gefühl. Das Ganze liegt vielleicht da hinten an dem, irgendwie an dem Boden, dass der auf dem Boden irgendein Bug ist, aber so ist schon gar nicht mehr ein Bug irgendwie. Und da mal an. Das Leere. So, dann Feld. Arbeit Feld 2. Die Position ist Nordwesten Richtung Süd. Süden machen. Super. Wenn wir wahrscheinlich morgen erst den Hänger voll kriegen, wenn nicht morgen was kommt. Genau, so dann sprechen wir jetzt. Trillen. Oh. F2. Wow. Die Drillen. Nee, F. Zwei Trillen. So. Ja, hab ich gleich gegeben. Gut.
Du machst das? Das ist gut. Muss jetzt noch warten, weil ich habe das noch nicht gedüngt. Wie auch, ich habe auch keine. Ach, noch selber machen wir noch Zeit haben. Das hier. Ja, wir müssen mal kurz durchfahren, aber wir haben ja nur Reifen. Von daher geht das ja. Dann. Jetzt mal eben Abfahrer einstellen. So, wenn du da bist, danke. Da ist er. Nicht so weit hoch. Nachwachsen, aber egal. Würde ich sagen, sie mir auch gleich dann selber alles zusammenressen, irgendwie. Klar, da ist nichts, weil hier die Ecke wird irgendwann dann eh fatal. Wenn die Halle kaufen, die Halle sein. Ungefähr jetzt, wo der Schwad, wir sind drüber, gerade drüber fahren, wird die Halle hinkommen. Denke ich mal, so machen werde. Schon überlegt. Weil irgendwie muss die auch sein. Wir werden jetzt erstmal Grasballen machen. Grasballen. Für unsere Kühe. Das passt. Ab durch den Schleichweg. Aber es ist wieder hell, das ist schon mal angenehm. Und die ganze Zeit immer dieses Licht anzuhaben. Und rumgehauen. Sicht. Der lenkt mit. Why? Why? Was ich mir für den LS19 wünschen würde. Also meine Wünsche für den LS19 wären so Seasons Mod. Ich spiele zwar auch mit Seasons Mod, aber den man ausstellen kann auch. Und dann halt eben, wenn falsch, mit dem Seasons Mod halt eben dann auch ein funktionierendes Schneeschild. Funktionierendes, nicht so wie die, jetzt hier die Schmeichel damit zum Schieben. Oder lässt sich alles liegen. So ein Schneeschild, was zur Seite wegschiebt. Und eventuell dann noch so eine Funktion, dass man Salz kaufen kann. Dass man streuen kann. Und dann halt eben für das Salz drehen. Dann auch, dass der Schnee weggeht an der Stelle, wo Salz liegt. Wenn es Salzstreuer gibt mit, keine Ahnung, 3 Meter Arbeitsbreite. Das wäre schön. So, dann wäre noch schön, wenn es ein, wie heißt, wenn es dynamischen Boden, ja. Aber halt eben auch so, dass du halt eben, ja, halt alles hast mit Schlammlöchern auch richtig so, dass du noch wirklich mal hast. Wenn es mal geregnet, dass dein Boden nasser ist und du weiter einsinkst. Dann auch mit Maschinen, die kleiner sind, zum Beispiel das hier. An den kleinen Case hängen würdest zum Fahren einfach nur, ein Schlammloch wäre, das auch hängen bleiben kann. Weil hier so ein Schlammloch zum Beispiel entstehen würde, das Ganze rein rausfahren. Jetzt hier mit CP. Jetzt ein paar Meter selbst, bis der erste Ball rauskommt und dann macht es CP weiter. Ich bin CP bei dem da hier und ich gucke einfach mal gerade. Ja, würde ich mir noch wünschen. Na, passt. So, genau, da würde ich mir noch wünschen. Das ist
die Marke Glas gibt. Dann halt eben deutsche Maps. Das wäre ein bisschen doof, wenn es nur so. Oh, das ist ein Strohballen. Bleib stehen. Ja, dann halt eben. Wer ist dann? Auch Glas und so gibt und deutsche Map. Ah, gut. 80 Kilo, okay. Fand ich so schnell zu gehen mit ihm. Fühl ich das alles wickelt, deswegen. Das will ich nur gucken, ob er wickelt oder nicht. Ich sag ja, ich will ja Gras, nicht Silage. Deswegen gleich auf viele Männer her und guck. Kann ich gleich direkt nämlich zum Kessel da hinten hinlaufen. Da ist der Ball. Ja. Genau. Super. 1,3 Tonnen. Wo hast du denn? Okay, 1,3 Tonnen. Läuft bei den Ballen. Ist ja nicht gerade schwer. Hust. Kann er öffnen. Und anmachen. Das ist eigentlich noch voll genug. Den hier muss ich befüllen, das ist der einzigste. So, unbedingt mal gucken, dass wir mit ihm hier mal 2 Sekunden entdecken, weil die Gülle fahren ja mit irgendeinem, den wir haben. Weil du musst ja auch mal gefahren werden, die Gülle. Das ist ein Ort. Uns fehlt gerade Trecker. Okay, ein Nächsten rum, der Schlieder steht im Wald. Weil ich finde ja jetzt nicht wirklich Lust, einen Schlieder rauszuholen. Nur um, ja, endlich gerade mal Gülle zu fahren. Weil wir ihn ja auch brauchen werden, weil. Ach, muss ja gefahren werden. Der muss ja auch das Holz gefahren werden. Auch wichtig. So, dann habe ich reinstecken. Dankeschön. Ausgewählt ist Dünger. Das ist gut. Ich glaube, der Dünger wird nicht ganz rechnen. Es rutscht nach oben, das ist komisch. Wenn er rutschen würde, würde ich ja verstehen, irgendwo aber nach unten. Das ist auch eine Option, wenn wir irgendwann mit Dings zu arbeiten, mit Flüssigdünger. Weil, so wie ich ja bin, gucke ich während des Videos bei Werner. Viele Grüße an der Stelle, falls das Video so hast. Er spielt ja auch die hier. Durch die Gülle, die da in die, ins Klärwerk fährt. Geht dort halt eben. Wie heißt's? Flüssigdünger, Festdünger und Kompost raus. Kompostverkäufer. Den Festdünger nimmt er für die Saatproduktion. Und den Flüssigdünger nimmt er für. Das ist eigentlich auch eine Option, die wir machen könnten. Wir gehen hier rein, 2000. Ich glaube, die gehen immer 4000 rein. Ich habe schon wieder viel zu viel. Ich muss drüber düngen. Auch mal voll gedüngt ist vielleicht ein bisschen Glück. Das, die Ecke bleibt immer wahrscheinlich frei, aber ist ja egal. Hauptsache das meiste ist gedüngt. Reicht das ja schon. Sie noch weg. Aus.
Darum. Wir sind nur ein bisschen zu bergauf gefahren. Oh, das war wirklich knapp. Ich hatte Angst, wir sind auf der Seite. Wir müssen uns abschleppen. Abschleppen holen aber. Uiuiuiuiuiuiui. Das passt. Ach, hier ist schon Dünger. Wie ist der Dünger drauf? Oh, egal. Ich dachte, wusste, der wäre schon längst da am Fahren. Der Fendt. Der ist schon längst am Rollen. Aber da ist keine Kollision. Das ist angenehmbar. Nicht aus, brauchen wir nicht mehr. It's hell today. Feld 16, Startposition im Südwest. Richtung Osten. Regenerier mal. Dankeschön. Redgun. So ist fein. Super. Boah, wir haben schon wieder so eine Überlänge heute. Wisst ihr was? Das ist die Entschädigung für die Folgen. Von der wahrscheinlich nicht kommen werden. Ich werde jetzt auch hingehen, werde jetzt aufmachen mit der Folge. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst es noch oben da. Schaut morgen wieder vorbei. Macht's gut und ciao, ciao. Vorausgesetzt, es kommt mal ein Video. Aber egal, Like nicht vergessen. Tschüss.